Kinderszenen. Seine ersten Auftritte auf dem Konzertpodium erlebte Alexander Skriabin schon vor der Geburt. Seine Mutter Ljubow, eine Schülerin des berühmten Pädagogen Theodor Leschetizky, war eine begabte Pianistin und gab noch hochschwanger ein öffentliches Rezital mit Werken von Bach und Chopin, von Anton Rubinstein und Franz Liszt. Sascha, der 5 Tage später, am 6. Januar 1872, zur Welt kam, war also erblich vorbelastet. In den Genuss von seiner Mutter lernen zu dürfen, gelangte er aber nicht mehr. Sie starb an Tuberkulose, als er gerade erst 1 Jahr alt war. Da sein Vater Nikolai lieber Karriere im diplomatischen Dienst machte und sich vorwiegend in der Türkei aufhielt, wuchs Alexander unter der Obhut seiner Tante, seiner Großmutter und einer Großtante auf. 3 Frauen, die ihn umhegten, verhätschelten und verherrlichten. Früh, mit kaum mehr als 3 Jahren, zeigte Alexander schon eine unwiderstehliche Neigung fürs Klavierspiel. Die 3 Damen glaubten bald, dass ihnen ein Wunderkind anvertraut worden sei und förderten seine musischen Interessen so gut sie konnten, weshalb sie sogar gewisse tyrannische Allüren des hochbegabten Knaben unterstützten. Im Sommer etwa, wenn die alljährliche Reise ins Feriendomizil anstand, gaben sie willig seinem Wunsch nach, das Klavier mitzunehmen und beauftragten dafür ein teures Spezialunternehmen, damit das Instrument den Transport unbeschadet überstand. Trotzdem beunruhigte sich Alexander sehr und fürchtete, die Arbeiter könnten das Klavier fallen lassen. Eine Tante erinnerte sich. Er flehte mich an, sie zu bitten, es möglichst vorsichtig zu tragen. Er selbst aber eilte auf sein Zimmer, warf sich auf das Bett und beruhigte sich erst wieder, als er hörte, dass das Instrument heil auf seinem Platz stand. Dann lief er zu ihm hin und streichelte es wie einen Menschen. Verwundert es da noch, dass Alexander beim Basteln immer nur kleine Klaviere baute und nichts anderes? Miniaturen aus Pappe mit Seidenstoff bespannt und Nadeln befestigt. Oder dass er sich nicht, wie andere Kinder, ein Stofftier zum Einschlafen mit ins Bett nahm, sondern lieber Notenhefte von Frédéric Chopin unter das Kopfkissen legte. Saß er einmal an den Tasten, war er so schnell davon nicht mehr fortzubekommen, freiwillig schon gar nicht. Dennoch schickte man ihn, so war es in der Familie Skriabin Tradition, im Alter von 10 Jahren auf eine Kadettenschule, wo ihn normalerweise militärischer Drill erwartet hätte. Der scheue und kränkliche Alexander aber, der unter dem Gewicht eines Gewehrs ohnehin fast zusammenbrach, eignete sich für die militärische Laufbahn so gar nicht, weshalb der Schulleiter rasch Einsehen zeigte und ihn von den Exerzitien befreite. Stattdessen durfte Sascha nachmittags Klavier üben oder mit der Tochter des Direktors vierhändig spielen. Ein Schulprogramm hat der junge Skriabin, der als Kommilitone von Sergei Rachmaninow am Moskauer Konservatorium studierte, gleichwohl nicht absolviert. Besessen vom Ziel einer Pianistenkarriere und dem Wunsch nach Glanz, Ruhm und Pracht, trieb er seine Ausbildung mit Fanatismus voran. Ja, er übte so exzessiv, dass eine Sehnenentzündung in seiner rechten Hand allen Blütenträumen beinahe ein vorzeitiges Ende bereitet hätte. Sein Fall sei hoffnungslos, sagten ihm die Ärzte. Doch Alexander gab sich nicht auf. Er kämpfte gegen sein Los und besiegte tatsächlich die Krankheit. Er ganz allein hatte dieses Wunder bewirkt, nur durch die Kraft seines eigenen eisernen Willens. Aufbegehren gegen das Schicksal und gegen Gott, so nannte er es. Skriabins prometheisches Selbstbewusstsein, das er im Laufe seiner späteren Karriere immer stärker entwickeln sollte, sein Verständnis vom Leben als Kampf und Überwindung, all das dürfte in dieser Erfahrung wurzeln. Fortan war er überzeugt davon, dass er zu Höherem berufen sei und glaubte am Ende sogar, mit seinen weltbewegenden Taten die gesamte Menschheit erlösen zu können.